Willkommen zurück bei Bavmo. Im heutigen Video geht es um Volkswagen und wie sie sich zu einer solchen Übermacht in der Automobilindustrie entwickeln konnten. In diesem ersten Teil tauchen wir ein in die Anfänge von VW und durchleuchten die Entscheidungen, die zum Erfolg des Konzerns geführt haben. Du hast keine Lust, ewig Preise für deine Kfz-Teile auf allen Portalen selbst zu vergleichen? Dann schau bei autoteile-markt.de vorbei. autoteile-markt.de ist eine Preisvergleichsseite mit einem großen Netzwerk aus zertifizierten und geprüften Händlern und findet immer den für dich besten Preis für deine Neu- und Gebrauchteile. Somit kannst du schnell und unkompliziert bare Münze sparen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schau jetzt bei autoteile-markt.de vorbei. Dein Preisvergleichsportal im Internet. Den eigentlichen Ursprung der Marke zur Zeit des NS-Regimes dürfte jeder kennen. Daher werden wir dieses Kapitel im Schnelldurchlauf zusammenfassen. Im Jahre 1934 entstand die Idee, ein Fahrzeug für die breite Masse der Bevölkerung zu bauen. Zu dieser Zeit waren Autos teure Statussymbole, die sich nur die besser Verdienenden leisten konnten. Das wollte das Regime ändern und gab eine Art Ausschreibung bekannt. Folgende Punkte mussten bei diesem Fahrzeug unbedingt gegeben sein. Das Fahrzeug musste Platz für 4 Personen, also eine Familie, bieten, sparsam im Verbrauch sein, eine Dauergeschwindigkeit von 100 km/h fahren können und weniger als 1000 Reichsmark kosten. Nur 3 Monate später erhielt Ferdinand Porsche den Entwicklungsauftrag für den Bau eines Prototyps. Porsche lieferte ab und so nahm die Geschichte seinen Lauf. Übrigens hat Migo bereits ein Video zur Vorgeschichte von VW gemacht. Oben rechts in der Infokarte könnt ihr später zum Video wechseln und euch die gesamte Vorgeschichte anhören. Nach dem Untergang des NS-Regimes lag die Zukunft von Volkswagen in der Hand der britischen Militärregierung. Diese war d'accord damit, dass der erste Käfer in Serie produziert werden durfte. In den ersten Jahren war die Zukunft des Käfers aber noch immer etwas ungewiss, da die Besatzungsmächte das Sagen hatten und die Produktion jederzeit hätten einstellen können. Glücklicherweise ließen die Briten die Wolfsburger gewähren und halfen ihnen sogar, die Produktion des Käfers voranzubringen. 1949 übertrug man schließlich die Treuhandschaft an das Land Niedersachsen und das Unternehmen wurde fortan als Volkswagen GmbH geführt. So liefen unzählige VW-Käfer vom Band, sodass bereits nach 6 Jahren, also 1955, schon der 1 millionste Käfer vom Band lief. Der Käfer war also ein voller Erfolg. Er war für die meisten Deutschen das Auto schlechthin. Doch bereits in den 60ern zeichnete sich für VW langsam aber sicher ein klares Bild ab. Der Käfer wurde mit dem wachsenden Wohlstand zunehmend unpraktischer für die ebenfalls wachsenden Ansprüche der Deutschen. Zudem nahmen auch die Produktions- und Lohnkosten zu, was den Käfer immer unrentabler machte. Es musste also ein neues Volksfahrzeug her. Die 70er Jahre waren mittlerweile angebrochen und für VW stand fest, dass der Käfer seinen Zenit überschritten hatte. In Wolfsburg hatte man klare Vorstellungen, wie der Nachfolger des Käfers zu sein hatte. Und zwar von Grund auf anders. Ironischerweise war das Problem vom Käfer mittlerweile sein Gesamtkonzept. Ja, ganz genau, der Grund, warum er überhaupt zum Erfolg wurde. Das Fahrzeug war quasi kugelrund designt und allein deswegen verschwendete der Käfer im Gegensatz zur Konkurrenz enorm viel Platz. Zudem war für VW klar, dass der luftgekühlte Heckmotor mit Heckantrieb ebenfalls keine Zukunft mehr hatte. Der neue Volkswagen musste maximale Praktikabilität, neueste Motorentechnik, Platz, Alltagstauglichkeit, Zuverlässigkeit und einen günstigen Preis bieten. Porsche hatte bis 1971 bereits 50 Prototypen gebaut und das völlig umsonst, denn die Fahrzeuge wurden fast alle wieder zerstört, weil man mit der Entwicklung der Prototypen und dem Gesamtkonzept einfach nicht zufrieden war.
Mittlerweile waren Millionen von D-Mark quasi angezündet worden. Die Gewinne von VW brachen um 94% ein und die Konkurrenz wie Fiat, Renault, Peugeot und Citroën fuhren VW im wahrsten Sinne des Wortes davon. Glücklicherweise hatte sich Volkswagen ein paar Jahre zuvor die Auto Union GmbH und NSU AG einverleibt und fusionierte beide zur Audi NSU Auto Union AG, die nun für die Entwicklung der Fahrzeugtechnik zuständig waren. Die Entwicklung des Golf 1 begann. Volkswagen setzte in Sachen Design auf das Können und die Vision von Giorgio Giugiaro, der dem Fahrzeug sein markantes Aussehen verpasste. Das war die beste Entscheidung, die VW treffen konnte, denn gerade zu dieser Zeit galten die Italiener als Großmeister des Fahrzeugdesigns. Im Grunde diktierten die italienischen Fahrzeugdesigner die Trends für die gesamte Automobilindustrie in Europa. Italienisches Design mit deutscher Technik, das war ein Grundstein für den Erfolg des Golfs. Giugiaro zeichnete den Golf 1 bewusst scharf. Das Fahrzeug hatte Ecken und Kanten und war genau das Gegenteil des VW Käfers. Das kastenförmige Design hatte einen entscheidenden Vorteil. Man konnte an jeder Ecke des Fahrzeugs brauchbaren Platz gewinnen. Nicht nur für die Technik, sondern auch für die Fahrzeuginsassen. In Sachen Design war der große Wurf also schon einmal gelungen. Was jetzt noch offen blieb, war die Fahrzeugtechnik. Technisch standen die Ingenieure vor einer großen Aufgabe. VW wollte, dass die Maße des Fahrzeugs so kompakt wie nur möglich bleiben. Deswegen entschied man sich dafür, den Motor des Golf 1 quer einzubauen, um im Motorraum so viel Platz wie nur möglich zu nutzen, ohne die Front verlängern zu müssen. Man nahm den 1,1 Liter Motor aus dem Audi 50 und den 1,5 Liter Motor aus dem Audi 80 und hatte zum Start direkt zwei Motorisierungen in petto. So entwickelten die Ingenieure das Fahrzeug bis zur Serienreife und am 29. März 1974 begann die Serienproduktion des Golf 1. Was für ein Knaller von Fahrzeug man mit dem Golf 1 auf die Beine gestellt hatte, konnte VW zu diesem Zeitpunkt nur erahnen. So, das war's mit der ersten Folge. Wie es mit VW weiterging, erfahrt ihr dann im nächsten Teil. Abonniert gerne unseren Kanal, um die nächste Folge nicht zu verpassen und lasst doch gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Also Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Euer Ino von Bavmo.